Herzlich willkommen zu dieser Predigtserie über die Bibel. Heute Bibel Teil 6, die Weisheitsbücher. Und dann schauen wir uns besonders die Psalmen an als Kraftquelle des Gebets. Die alttestamentlichen Lehrbücher und Psalmen gelten als Weisheitsliteratur. Hiob, Psalter, Sprüche, Prediger und Hohelied Salomos gehen davon aus, dass das Leben eine göttliche Ordnung unterliegt. Erfahrungen zeigen, dass es dem, der sich an die Gebote Gottes hält, gut geht und dass die Frevler umkommen werden. Wir sehen diese Gedanken in den Psalmen, den Sprüchen und Prediger Salomos. Zum Beispiel lesen wir in Sprüche 4: Der gerechten Pfad glänzt wie das Licht am Morgen, das immer heller leuchtet bis zum vollen Tag. Der gottlosen Weg aber ist wie das Dunkel. Sie wissen nicht, wodurch sie zu Fall kommen werden. Wir lesen aber auch, wie die Gerechten Ungerechtigkeit erleiden und damit umgehen müssen, wie wir in den Büchern Hiob und Prediger finden. Hiob 2 spielt darauf an. Hiob sagt: Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? Oder früher in Kapitel 1 sagte er: Ich bin nackt von meiner Mutter Leibe gekommen. Nackt werde ich wieder dahin fahren. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Jeder Aspekt des jüdischen Lebens, ob gut oder schlecht, wurde und wird in eine Beziehung zu Gott gebracht, auch wenn sie es in dem bestimmten Zeitpunkt Schwierigkeiten hatten, den Sinn dafür zu erfassen. Komm, wir schauen uns die verschiedenen Bücher an. Das Buch Hiob befasst sich mit der Theodizee-Frage, die Gerechtigkeit Gottes im Lichte des menschlichen Leidens. Das Buch ist nicht leicht zu lesen und man sollte es langsam und meditierend tun. Der Hauptgedanke ist nicht, dass Hiob alles verloren hatte und dass er am Ende wohlhabender war als vorher. Nein, der Hauptgedanke ist, dass Hiob Gott gefunden hat. Seine enge Sicht von Gott ging in die Brüche und er erkannte den wahren Gott. Wir lernen daraus, dass Klagen ein Akt des Glaubens und nicht des Zweifelns ist. Wir können vor Gott authentisch sein und unser Herz vor ihm ausschütten, so wie wir sind, da er ein Gott ist, der sich um uns kümmert. In Sprüche Salomos werden Gedanken oft kontrastiert. Zum Beispiel Sprüche 10, Vers 12: Hass erregt Hader, aber Liebe deckt alle Übertretungen zu. Sprüche ist ein praktisches Buch, das sich mit der Kunst des weisen Lebens befasst und auf der Furcht Gottes beruht. Sprüche 1, Vers 7 sagt: Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Toren verachten Weisheit und Zucht. Prediger Salomos verkündigt, dass ein Leben, das nicht auf Gott gegründet und ausgerichtet ist, zwecklos und bedeutungslos ist. Prediger 1 sagt: Ich sah an alles, das unter der Sonne geschieht, und siehe, es war alles eitel und Haschen nach Wind. Das Lied Blowing in the Wind von Bob Dylan hat hier seine Wurzeln. Prediger 3 besagt: Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit, pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit, töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit, abbrechen hat seine Zeit, bauen hat seine Zeit, weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit, tanzen hat seine Zeit. Pete Seeger schrieb das Lied Turn, Turn, Turn. Und so wie Judy Collins es singt auf YouTube, ist ganz toll, sich das anzuhören. Das Hohelied Salomo zeigt, dass Weisheit und Liebe beide Gaben Gottes sind, die wir in Dankbarkeit empfangen und feiern dürfen. Es beschreibt eine Liebesbeziehung zwischen einem Paar
und ich Spannungen zwischen Zeiten der Trennung und Intimität, Qual und Ekstase, Spannung und Zufriedenheit. Es zeigt die Liebe in all ihrer Spontanität, Schönheit, Macht und Exklusivität. In Hohelied 8, Vers 6 lesen wir: Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm. Denn Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. Ihre Glut ist feurig und eine Flamme des Herrn. Komm, wir schauen uns jetzt die Psalter an. Welche Rolle spielen die Psalmen in deinem Leben? Vielleicht hörst du sie dir in den Gottesdiensten an Sonn- und Feiertagen oder zu Hochzeiten und Beerdigungen an. Vielleicht greifst du zu den Psalmen, wenn du einen Spruch für eine Botschaft, die du jemandem schreiben möchtest, brauchst. Zum Beispiel: Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen. Vielleicht hängt so ein Psalmvers irgendwo in deinem Haus und der Vers erinnert dich an ein besonderes Erlebnis. Zum Beispiel: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Oder vielleicht behaltest du einen Vers, der dir durch schwere Zeiten Mut gab, durchzuhalten. Zum Beispiel: Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Aus Psalm 27. Viele Lieder haben als Inhalt Teile aus einem Psalm. Zum Beispiel EG 317. Wohl denen, die da wandeln. Kommt aus Psalm 119. Oder Du meine Seele singen. Psalm 146. Wer von euch nimmt sich aber auch noch die Zeit, die Psalmen zu lesen, darüber zu meditieren und sie auch persönlich zu beten? Die christlichen Mönche beten oder singen in den Klöstern die Psalmen zu vier festen Tageszeiten. Die vier Gebetszeiten sind wie die Wände eines Raumes. Sie schaffen somit Raum, wodurch die Gegenwart Gottes vermittelt wird und auch zur Anbetung Gottes einlädt. Indem die Psalmen wiederholt werden, hinterlassen sie Spuren in unser Leben. Somit betet man die Psalmen um der Zukunft willen. Sie sollen uns auf unserem Lebensweg formen und auch führen. Inhalt der Psalmen. Der Psalter ist das Gebetsbuch der Juden und der Christen zugleich. Sie beten zu Gott. Der jüdische Schriftsteller Elie Wiesel schrieb: Das ganze Schicksal Israels wird durch das Gebet bestimmt, das letztlich alles umfasst. Flehen um Gesundheit und Nahrung, Dank für empfangene und miteinander geteilte Segensfülle, Freude und Traurigkeit des Herzens, Erinnerungen und Klagen, Jubelschreie und unterdrückte Tränen, alle Sehnsüchte, alles Sinne und Trachten, alle Veränderungen der jüdischen Existenz für den Einzelnen wie für die Gemeinschaft spiegeln sich wieder im Gebet. Die Psalmen beruhen auf die Grundtatsache, dass Gottes Wort an seinem Volk erging und nun das Volk oder der Einzelne mit diesen Worten der Psalmen darauf antwortet oder um Antwort ringt. Somit bildet die Mitte von Lob und Klage, Bitte und Dank das gläubige Vertrauen. Aus diesem Vertrauen auf Gott kann Bitte und Klage in so einer Wucht gewagt werden. Aus dem Vertrauen, dass Gott rettet und geholfen hat, erwächst der Dank und das sprudelnde Lob. Diese Inhalte der Psalter kann man grafisch durch eine Kreuzform darstellen. In den Psalmen betet die Person und schüttet alles, was im Herzen ist, vor Gott aus. Luther sagte zu den Psalmen: Da siehst du allen Heiligen ins Herz. Die zwei stärksten Grundtöne der Psalmen sind Klage und Lob. Lob ist die zu Gott hingesprochene Freude. Klage ist die zu Gott hingesprochene Leid. Beide haben mit Gottes Handeln zu tun,
sein Gericht und seine Gnade. Auf seinem Gericht antwortet die Klage. Auf seiner erkannten Gnade äußert sich der Anbeter mit Lob. Der erste und der letzte Psalm bilden den Rahmen der 150 Psalmen. Psalm 1 will uns den Weg in die Zukunft weisen. Wir müssen uns entscheiden, entweder in einer Beziehung zu Gott oder ohne ihn zu leben. Beide haben ihre Folgen. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Gottlosen Weg vergeht. Der letzte Psalm, Psalm 150, deutet das Ziel des Lebensweges an, nämlich Gott freudig zu loben. Halleluja! Lobet Gott in seinem Heiligtum, lobet ihn in der Feste seiner Macht, lobet ihn für seine Taten, lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit. Lobet ihn mit Posaunen, lobet ihn mit Psalter und Harfen, lobet ihn mit Pauken und Reigen, lobet ihn mit Saiten und Pfeifen, lobet ihn mit hellen Zimmeln, lobet ihn mit klingenden Zimmeln. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Halleluja. Und so zwischen den ersten und den letzten Psalmen liegen die Höhen und Tiefen des Lebens, die wir erfahren. Und das alles dürfen wir im Gebet vor Gott bringen. Hier einige Hilfen zum Gebrauch der Psalmen. Die Theologie und die Situation von einem jeden Psalm sind einmalig und verschieden. Obwohl der gebetete Psalm vielleicht nicht unserer eigenen Situation ganz entspricht, es ist dennoch aus drei Gründen wichtig, dass wir ihn dennoch nachbeten. Erstens lehrt er uns für andere, die eine Situation wie zum Beispiel Leid erfahren, stellvertretend zu beten. Zweitens bereitet der Psalter uns auf so eine Situation im eigenen Leben vor. Zum Beispiel Psalm 130, Vers 1. Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. Jeder von uns kennt Menschen, die durch Leid und Trauer tief unten sind. Für die dürfen wir und sollen wir eintreten. Auch werden wir an dem Tag, wenn wir selber am Loch sitzen, Worte in uns haben, um zu Gott zu rufen, mit ihm zu ringen und um Hilfe zu flehen. Drittens lösen die Psalter Dankbarkeit in uns aus, das beste Mittel gegen Sorgen. Die Psalter öffnen uns die Augen für die vielen Segnungen, die wir von Gott empfangen haben, und somit können wir ihn von ganzem Herzen loben, wie zum Beispiel Psalm 103, Vers 2. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Die Psalmen geben nicht nur durch ihre Worte Ausdruck an die Gedanken und Empfindungen des Herzens, sondern indem wir sie laut beten, werden sie in uns lebendig, resonieren in uns und formen uns. Plötzlich erkennen wir etwas von uns selbst durch den Psalm, zum Beispiel unsere Sündhaftigkeit. Psalm 51, Vers 3. Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Auch wir werden plötzlich unsere eigene Schuld eingestehen und um Vergebung bitten. Oder ein Psalm entfacht das Lob und die Anbetung in uns. Er öffnet uns die Augen für die Großtaten Gottes, seine Schöpfung und Errettung. Nehmen wir zum Beispiel Psalm 107 als Dankpsalm für Gottes gnädige Hilfe.
Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. So sollen sie sagen, die erlöst sind durch den Herrn, die er aus der Not erlöst hat. Wer in die Schule der Psalmen geht, wird sich in die Schule des Glaubens befinden. Wir lernen Gott in allem, was lebt, zu entdecken. Sonne, Mond und Sterne, Pflanzen, Tiere und in jedem Menschen. Wir lernen uns auf Gott in jeder Situation des Lebens zu verlassen. Bedrohungen durch Feinde oder Krankheit, Sinnlosigkeit und Leiden, selbst in Angesicht der Vergänglichkeit des Menschen können wir uns bei Gott geborgen wissen. Jesus selbst betete Psalmen am Kreuz. Psalm 22, Vers 2: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Oder Psalm 31, Vers 6: In deine Hände befehle ich meinen Geist. Die Psalmen bringen uns auch das Danken, das Loben und die Anbetung für erfahrene Rettung und empfangenem Segen bei. Zum Beispiel Psalm 145, Vers 8. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Ich fasse zusammen. Ein Priester und Psychotherapeut Albert Höfer schenkt uns ein schönes Bild, in dem er die Psalmen Handschuhe für das Beten nennt. Er sagte: Was habe ich gebetet, als ich jahrelang und unentwegs die Psalmen laut und leise gebetet hatte? Ich habe geklagt mit den Klagenden der Leidenden. Ich habe geschrien mit den Verzweiflungsschreien, die anderen verzweifelten. Ich habe gejubelt mit dem Jubel der unverhofft Geretteten, die mir sozusagen ihre Stimme liehen. Das Ich der ursprünglichen Psalmbeter war vor vielleicht 3000 Jahren ein anonymer Beter aus Israel. Ich durfte mir seine Worte zu eigen machen. Ich bin dadurch mit meinem eigenen Ich in sein Ich hineingeschlüpft. Denn wenn ich betete, waren es meine Klagen, Schreie oder Jubelrufe. Ich habe die Gebete des anderen wie ein Handschuh benutzt, in dem ich hineingeschlüpft bin, um mit diesen geborgenen Handschuhen selbst meine Hände zu Gott zu erheben. Ende des Zitats. Ja, letztendlich dienen die Psalmen als Wegweiser auf den Lebensweg mit und zu Gott hin. Sie sind eine Kraftquelle des Lebens. Komm, wir beten und singen sie, und somit werden wir unser Lebensziel erreichen, wo wir bleiben werden im Hause des Herrn, immer da, wie Psalm 23, Vers 6 uns verheißt. Amen. Lass uns beten. Herr, wir loben und preisen dich, dass wir beten dürfen und dass wir Worte finden dürfen, Worte, die Menschen vor uns gebetet haben, die Psalmen. Sie zeigen uns die Beziehung zu dir, das Vertrauen zu dir, in guten, aber auch ganz besonders in schweren Zeiten, dass du noch immer mein Gott bist. Auch wenn ich mich verlassen fühle, auch wenn ich in der Grube bin, auch wenn ich nichts verstehe, du bist mein Gott, denn du bist treu. Und so wollen wir auch mit den Psalmen beten und dich bitten um Errettung, um Heilung, ganz besonders in dieser Covid-19-Zeit. Herr, schenke uns Schutz. Schenke uns die Gewissheit, dass du bei uns bist und dass du uns führst, dass du uns an der Hand hältst, auch durchs dunkle Tal hindurch. Und dass wir eines Tages mit dir das große Fest feiern dürfen, deinen Sieg über Sünde, Tod und Teufel. Danke, Herr, dass wir die Psalmen benutzen dürfen, um Worte zu finden, um uns an dich zu erinnern, weil du unser guter Hirte bist. So segne uns und mach uns zum Segen. Öffne uns die Augen für die Not der Menschen. Öffne uns die Augen für die Schönheit der Natur.
Öffne uns die Augen für deine Rettung. Wir loben und preisen dich. Ja, wir danken dir, dass du unser Gott bist. Jeden Tag. Das bitten wir alles in Jesu Namen. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.